Hi, mein Name ist Manga Hunter und heute gebe ich euch einen kleinen Update von meinem Manga-Zimmer, denn seit Wochen arbeite ich gerade daran, mein neues Zimmer zu gestalten, damit ihr sehen könnt, wie es gerade momentan aussieht. Und ja, seid gespannt. So, ich gebe euch heute einfach nur einen kleinen Rundgang, damit ihr sehen könnt, wie es bei mir aussieht. Es ist nicht einfach, wenn man so viele Mangas hat. Ich habe mittlerweile schon die 5000 erreicht oder über 6000, ich weiß nicht mehr. Sobald ich dann Zeit habe, zeige ich euch das Ganze nochmal als Manga-Sammlung. Ja, ich mache das Ganze alles alleine. Ich muss das alles aufräumen, aufbauen und so weiter und so fort. Und deshalb gab es keine Videos von mir. Und das wird auch so sein, bis ich dann fertig bin. Ja, auf geht's. So, auf der Seite haben wir Manga. Es war noch nicht ganz fertig. Na, dann gibt es hier dieses Format 3-in-1, 2-in-1. Ich liebe dieses Format sehr, sehr, sehr gerne. Und dann kommen noch andere Mangas dazwischen, wie Fairy Tail, Urblatt. Es ist noch nicht alles komplett, ne? Und noch nicht ganz komplett fertig mit der Sortierung. Aber sieht schon mal cool aus. Hier habe ich gerade mein Bett, aber das geht bald weg. Dann kommt hier mein Schreibtisch. Dann werde ich hier meine Videos aufnehmen. Und hier kommen halt meine besonderen Mangas. Auch das gibt es auch. Davor gab es keinen besonderen Regal mit Mangas. Astro Boy ist auch da. Auf der Seite haben wir Tokipop. Dann auch Kaisen. Ist noch nicht ganz aufgeräumt. Sieht man sofort hier. Na, das muss ich noch machen. Kaisen Manga-Kult kommt dann auch hier rein. Hier ist noch Platz frei für zwei Schränke, einmal hier und einmal da. Das geht bald weg. Und hier schaue ich dann halt meine Animes. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, das kleine Update. Und ja, das kann ein bisschen länger dauern und ich lasse mich auch nicht stressen. Ich mache das Ganze in aller Ruhe. Und dann, wenn ich dann fertig bin, melde ich mich wieder. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Danke fürs Schauen. Bis dahin.